Wir kommen damit jetzt zum Tagesordnungspunkt 3. Das ist die Wahl der Mitglieder der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für den privaten Rundfunk. Die 8. Amtsperiode der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk endet am 23. Februar 2019. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist die Versammlung der LPR Hessen neu zu bilden. Nach dem § 49 des Hessischen Privatrundfunkgesetzes gehören der Versammlung 5 Abgeordnete des Hessischen Landtages an, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen sind. Das haben wir schon in der konstituierenden Sitzung gemeinsam geübt. Hier wird gewählt nach dem System Sondlage-Schepers. Das ist der § 9 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung. Und hier sind Listenverbindungen zulässig. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 20110, 20111 und 20112 sind Ihnen die Wahlvorschläge benannt. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Darf ich von den parlamentarischen Geschäftsführern wissen, ob Ihre Fraktionen vollzählig sind? Offensichtlich ist auch das der Fall. Und dann darf ich noch fragen, ob, wie mit den Fraktionen besprochen worden ist, die Wahl offen erfolgt. Auch das ist offensichtlich der Fall. Hier noch einmal die Erläuterung. Wie gesagt, wie in der konstituierenden Sitzung, jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete verfügt für die Wahl der Mitglieder über eine Stimme. Widerspricht jemand der Wahl durch Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich jetzt über die Wahlvorschläge abstimmen. Und ich beginne mit dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD. Das ist die Drucksache 20110. Wer dieser Drucksache zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind 18 Stimmen. Danke schön. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, das ist die Drucksache 20111, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Abgeordneten der FDP, der SPD und der Fraktion DIE LINKE. Damit sind das 49 Stimmen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen zustimmt, das ist die Drucksache 20112, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die beiden Fraktionen und das sind 69 Stimmen. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Jetzt wird am Direktorenplatz das Abstimmungsergebnis berechnet. Ich befürchte fast, dass wieder eine Übergangssituation entsteht, in der wir uns über dies oder jenes unterhalten können. Aber ich sehe schon an den Blicken von Frau Strauß-Zielbauer und Herrn von Unruh, dass es offensichtlich gleich zu einem Ergebnis kommt. Wir warten so lange. Wunderbar, Frau Strauß-Zielbauer, das geht ja blitzschnell. Alles klar. Ja, dann kann ich Ihnen das Ergebnis der Abstimmung bekannt geben. Nach diesem Abstimmungsverhalten sind zu Mitgliedern der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für den privaten Rundfunk gewählt worden Herr Abg. Armin Schwarz, CDU, Herr Abg. Jürgen Frömmrich, Bündnis 90 die Grünen, Herr Abg. Günther Rudolph, SPD, Frau Abg. Angelika Löber, SPD, und Herr Abg. Klaus Herrmann, AfD. Ich gehe davon aus, dass alle diese Wahl entsprechend auch annehmen. Das ist der Fall. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich bedanke mich für die Beratungen, und wir sehen uns morgen in alter Frische um 9 Uhr an diesem wunderschönen Ort wieder. Herzlichen Dank und einen guten Abend.